In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe des Noch-Microrooms-Systems Ihre Gebäude beleuchten können. Zuallererst wählen wir einen passend großen Kartonlichtraum aus und stecken diesen zusammen. Aus dem mitgelieferten Druckbogen können Fußböden und Tapeten ausgewählt werden. Zunächst falzen wir die Dekobögen an den gekennzeichneten Flächen und schneiden diese im Anschluss mit einem Cuttermesser aus. Wir falten die vorgefalzten Kerben links und rechts ein und kleben die Tapeten in den Lichtraum. Bei großen Räumen muss die Tapete gegebenenfalls verlängert werden. Auch der ausgeschnittene Fußboden wird eingeklebt. Wir verwenden den Noch Lasercut-Kleber. Auf den mitgelieferten Druckböden kann auch weiteres Zubehör wie Türen, Gardinen und Wandgemälde ausgeschnitten und in den Raum geklebt werden. Um eine realistische Lichtverteilung im Raum gewährleisten zu können, schneiden wir die beiliegende Diffusionsfolie großzügig aus. Diese wird auf den viereckigen Ausschnitt des Innenraums geklebt. Jetzt kleben wir den Innenraum zusammen. Wir verwenden den Noch Lasercut-Kleber. Nun geht es an das Ausgestalten des Innenraums, von Alltagsszenen am Esstisch bis zur heißen Liebesnacht. Mit Hilfe der Noch-Produkte sind ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die gewünschte LED wird mit einem Sekundenkleber oben an dem Lichtraum aufgeklebt. Wahlweise sind kalt- oder warmweiße, einfache und doppelte LED-Ausführungen erhältlich. Nun werde es Licht. Bevor der Raum ins Gebäude eingeklebt wird, muss dieser gegebenenfalls noch zugeschnitten werden. Die LEDs können an ein 16 Volt Modellbahntrafo angeschlossen werden und sind für Gleich- und Wechselstrom geeignet.